Servus, hallo und herzlich willkommen beim Holzbastler. Ich bin der Micha und in dem Video zeige ich euch, wie ich mir dieses Kamerastativ, das voll beweglich ist, fahrbar ist, einstellbar ist, wie ich es mag, das einen Kameraslider zusätzlich noch mit drin habe, wie ich mir dieses Ding selber gebaut habe. Ich sage euch nicht, wie man sowas baut, sondern nur, wie ich es mir gebaut habe. Ich bin kein Profi, ich mache das alles nur aus Hobby und wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Gleich nach dem Intro geht's los. So, ich fange die ganze Geschichte an mit dem Sockel. Das sind die Räder, die dann später unten drunter sollen. Und der Sockel soll, also hier soll eine Holzplatte drauf und der Betonsockel soll unten dran an der Holzplatte hängen, damit ich einen möglichst tiefen Schwerpunkt habe. Das heißt, ich muss mal als erstes mal schauen, wie viel Platz habe ich da überhaupt drunter. So, die ganze Geschichte ist ja mal gut 9 cm hoch. Das heißt, ich möchte es ja nicht ganz unten haben. Ich mache einen 7 cm dicken Sockel jetzt. Dafür habe ich mir so einen neuen Baueimer geholt und da mache ich jetzt als erstes mal die Griffdinger ab und dann schneide ich mir hier den Rand einfach auf 7 cm ab und klebe das mit Heißkleber auf die Platte und da gieße ich dann meinen Sockel rein. Das mache ich jetzt als erstes. So, ihr habt gesehen, das ist jetzt gut festgeklebt. Also das ist die Rohform jetzt erstmal für den Sockel. Als Stange habe ich mir aus dem Baumarkt einfach, das ist, für was nimmt man denn die normal? Für so Wäscheleinen, die man im Garten sich aufstellt. Also so eine Stange ist es. Keine Ahnung, wie die heißt. So, und jetzt ist es wichtig, dass ich mir zum einen erstmal das hier wirklich gerade ausrichte. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen angefangen damit, bin aber noch nicht so wirklich 100% zufrieden. So, auch wenn es ein bisschen länger dauert, achtet einfach darauf, dass das, also wenn ihr das nachbauen wollt, achtet darauf, dass das Teil schon mal richtig gerade ist, weil letztendlich jetzt richte ich die Stange, ich stelle mir die jetzt hier rein, versuche sie einmal hier mittig auszurichten. Im Übrigen noch, warum habe ich jetzt da das Loch reingebohrt und die Schraube rein? Das ist einfach, ich betoniere das jetzt hier ein und wenn die Stange jetzt hier so all glatt ist, dann habe ich einfach ein bisschen Angst, dass man die irgendwann einfach rauszieht. Deswegen habe ich jetzt das einfach rein, betoniere das mit ein und dann sollte das meiner Meinung nach halten. Keine Ahnung, ob es wirklich funktioniert. Ich hoffe es mal. So, jetzt richte ich die Stange hier dran aus, mache sie hier an dem Schrank fest. Und wenn alles genau ausgerichtet ist, dann rühre ich mir den Beton an und gieße das Ding aus. Also ich weiß schon, warum ich mich Holzbastler nenne und nicht Betonbastler. Ich hasse das Zeug einfach. Es ist schmutzig und es macht einfach, also ich finde, es macht einfach keinen Spaß. So, schauen wir mal, ob das wirklich alles hält. Something to hold on, so gotta find it first. But here I am, suddenly laying under
So, ich denke, das schaut ganz gut aus. Ich finde es ja schon mal phänomenal, weil normalerweise, wenn ich Beton anmische, dann mische ich mir entweder einen halben Kübel zu viel an und weiß dann nicht wohin mit dem ganzen Zeug, oder ich mische mir genau ein bisschen zu wenig an, sodass ich nochmal los muss. Aber diesmal schaut es, glaube ich, wirklich ganz gut aus. Und ich habe ihn jetzt relativ flüssig angemischt. Also er wird wahrscheinlich jetzt ewig brauchen, bis das trocknet. Aber ich habe ihn bewusst so flüssig angemischt, dass er wirklich sehr, sehr schön verläuft, dass ich da auch hier eine schöne gerade Oberfläche habe. So, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange das jetzt wirklich trocknen muss. Ich schätze, also ich werde es jetzt mal 2 Tage stehen lassen, schätze ich mal. Und dann werde ich das drauf machen. So, ganz so dicht, wie ich mir es gedacht habe, war es wahrscheinlich mit dem Heißkleber doch nicht, weil ich habe hier eine kleine Wasserlache. Das heißt, irgendwie ist dann wohl doch was unten durchgeflossen. Ich habe jetzt leider nur einen Tag gewartet, weil ich einfach mit meiner Geduld, ja, Geduld ist jetzt nicht so meine allergrößte Stärke. So, ich versuche jetzt mal, ob ich den Ring jetzt sauber wegkriege, aber es sieht jetzt schon so gut aus. Das funktioniert schon mal. So, und jetzt muss ich noch schauen, ob ich es auf der Platte wieder runterkriege. Ja, prima. So, also, funktioniert. Das Teil ist sauschwer und das ist auch gut so. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Der nächste Punkt wäre jetzt, da oben die Platte drauf zu machen, wo dann letztendlich die Füße von unten dran geschraubt werden. Und die Platte, die schneide ich mir jetzt zu. So, ich habe mir jetzt für die Platte einfach eine USB-Platte genommen. Das ist der Rest noch, den ich habe. Ich glaube, das war 15 mm oder sowas. Also ich würde es jetzt nicht zu dünn nehmen, dass ich es nicht durchbiege, weil ja dann unten diese Betonplatte dranhängt. Aber ich denke 15, 18, irgendwie sowas, das wird ausreichen. So, jetzt habe ich erst die ganze Zeit überlegt, was nehme ich denn für eine Schablone, weil ich bringe es jetzt schlecht auf den Tisch hoch, wollte es aber auch nicht irgendwie auf den Boden machen. Aber es war ja ganz einfach. Ich meine, ich habe mit dem Eimer den Ring gegossen, also kann ich den auch als Schablone nehmen. Also, ja, manchmal steht man einfach ein bisschen auf dem Schlauch. So, und jetzt mache ich mir einmal hier schön den Ring außenrum. Es muss jetzt nicht 100% genau sein. Soll halt nur einigermaßen nach was ausschauen zum Schluss. So. Und dann ist ja der Plan, dass ich mir hier die 3 Rollen außen dran mache. Jetzt muss ich mir jetzt erstes mal irgendwo genau das Dreieck da reinzeichnen. So, wenn mich jetzt nicht meine ganzen mathematischen Fähigkeiten komplett verlassen haben, dann sollte das eigentlich gar nicht so schwer sein. Also, ich messe mal als erstes mal den kompletten Durchmesser. Da habe ich 37 cm. Das heißt, wir haben einen Radius von 18,5. So, und wenn ich jetzt mal hergehe und sage, hier, ich mache jetzt einfach mal einen Punkt. So, und jetzt messe ich mir die 18,5. Und da, wo die 18,5 genau den Rand kreuzen, da mache ich mir die nächste Markierung. Und das sollte jetzt eigentlich genau 1/6 sein. Das probieren wir jetzt mal aus. Also mit einem Zirkel wäre es wahrscheinlich ein bisschen genauer, aber ich muss jetzt auch nicht so 100% sein. So, und jetzt sollten das hier auch, naja, es sind 18,8, aber das reicht. Also wir haben jetzt genau 1/6 Einteilungen hier drauf. Das heißt, ich nehme einfach einmal, zweimal und dreimal und dann habe ich genau exakt das Ding
so, dass die drei Füße genau an der richtigen Stelle im selben Abstand da dran sind. So. Und wie mache ich das jetzt? Ich will jetzt die Füße, also ich möchte ja dann irgendwie da außen dann dran haben. Und ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich nehme jetzt so eine Dose, die passt so ungefähr. Ich muss bloß ein bisschen aufpassen, dass gerade wenn die Rollen mit den Bremsen, wenn die nach innen schwenken, dann sollen die ja, die sollen ja an dem Betonfuß vorbeikommen. Das heißt, ich mache das jetzt einfach mal so ein bisschen Pi mal Auge. Boah, so. Und jetzt habe ich einen Abstand von 4 cm. Das bloß, dass die anderen dann gleich sind. So, also ich habe einen Abstand von 4 cm vom Kreis. Und hier mache ich dann mit der Dose mir einfach den nächsten Kreis. Genauso hier. Ich messe mir erstmal die 4 cm weg. Jetzt habe ich also einmal den großen Kreis in der Mitte. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht, aber ich habe einmal den großen Kreis in der Mitte und habe dann die kleinen Kreise außenrum. Und das tue ich jetzt einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen per Hand. Könnte man sich auch noch irgendwas Rundes nehmen, dass es noch schöner ausschaut. Aber ganz ehrlich, das ist mir dann einfach zu doof. Das reicht mir so vollkommen aus. Ich muss das jetzt vielleicht jetzt nicht zu wenig stehen lassen, weil auf den Punkten hier, also auf diesen Schenkeln, lastet ja dann letztendlich das ganze Gewicht. Ja, das muss man ausprobieren. Also ich hoffe jetzt einfach, dass es funktioniert. Ich weiß jetzt auch noch nicht genau, ob ich jetzt genau die Mitte getroffen habe mit der Stange und ob das dann da funktioniert, aber das machen wir erst danach. Also gut, jetzt mache ich erstmal, ich säge mir jetzt erstmal mit der Stichsäge, jetzt habe ich mir da einen Spreisel reingerissen, jetzt säge ich mir erstmal mit der Stichsäge diese Form aus und dann schauen wir, wie wir das Loch in die Mitte machen. So, jetzt muss ich noch versuchen, mir den Mittelpunkt des Kreises da zu ermitteln irgendwie. 100% muss es nicht sein, weil ich das Loch eh wesentlich größer mache, weil ich nicht glaube, dass die Stange wirklich in der Mitte ist von meinem Betonding. Deswegen reicht es, wenn ich so einige mache. Aber ich erkläre kurz das Prinzip, wie ich es mache. Ich mache mir an jede Stelle eine gerade Linie erstmal des Kreises. So, und jetzt tue ich von den beiden Seiten messen, oder ich messe jetzt genau, wie lang ist die Linie, die ist hier 21, das heißt, die Hälfte ist bei 10,5. Da mache ich mir wieder eine Markierung und genau ab bei den 10,5 ziehe ich dann eine rechtwinklige Linie einfach in die Mitte. So, und genau dasselbe mache ich bei dem anderen. Ich habe da auch, die Linie habe ich mir schon gezogen. Wie lang ist sie? Die ist 28, weil ich es ein bisschen weiter nach innen einfach habe. 28, die Hälfte sind 14. Das heißt, ich habe hier genau bei 14 den Punkt. Und ab hier ziehe ich mir jetzt die Linie in die Mitte. Und bei der letzten Linie, die ist 22, da habe ich 11. Da habe ich hier die Mitte. Also das heißt, einfach genau von jeder die Hälfte und dann habt ihr hier genau euren Mittelpunkt von dem ganzen Kreis. So, ich bohre mir das Loch jetzt wirklich großzügig rein. Ich habe hier, glaube ich, jetzt 74er Kreisschneider. Ja, einfach, weil ich wirklich nicht weiß, wie passt sonst die Stange. Ich bohre mir erstmal das Loch vor. So, es ist ein wenig schwierig, aber ich habe hier das Loch im Tisch. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht einmal mehr erinnern, warum ich mir das Loch reingemacht habe. Aber ich finde es manchmal ganz praktisch.
passt bitte auf, wenn ihr sowas macht. Der Akkuschrauber verkantet sehr, sehr schnell, wenn ich so einen Kreisschneider da drauf habe. Das heißt, es passiert ganz schnell, dass man da hinten das Ding weggeht. Normalerweise heißt es irgendwie, was weiß ich, manche macht man das so, also irgendwie, um zu verhindern, dass einen hinten dieser Akkuschrauber abhaut, weil du kannst da wirklich ziemlich schnell wehtun. Ich habe hier diesen neuen Bosch GSR 18V 60FC. Den hat mir Bosch zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür nochmal. Aber in dem Fall passt es jetzt gerade, weil bei dem ist es tatsächlich so, wenn ich schraube und es verkantet sich und der geht an die Seite weg, dann passiert das. Dann stoppt der einfach. Und man sieht, er blinkt dann. Das ist das Zeichen dafür, dass diese Kickback-Control ausgelöst hat. Das heißt, das Ding hört sofort oder stoppt sofort den Motor, damit nichts passiert, wenn es die Hand rumreißt. Ich habe mir jetzt einfach bloß die Platte noch ein bisschen abgeschliffen, dass ich mir noch einen Spreisel reinreiße. Und jetzt bohre ich mir hier die Löcher vor, durch die ich es dann an der Betonplatte befestige. Ich mache das jetzt einfach nach Augenmaß. Es ist also. Ihr werdet es in den folgenden Videos, seht ihr das Ding ja eh nicht mehr. Und durch diese Löcher bohre ich mir jetzt gleich die Löcher im Beton vor. Da kommen dann Dübel rein und daran wird es dann später verschraubt. Vorher kommen dann aber noch die Füße ran. Aber erstmal machen wir das mit den Löchern. Also, so wie es ausschaut, ist es noch nicht wirklich genug durchgezogen, als dass ich jetzt da schon so drin bohren kann. Ich habe da jetzt ein bisschen Angst, nicht, dass mir da jetzt irgendwas abplatzt. Ich lasse es jetzt trotzdem noch 2 Tage stehen und bohre dann erst meine Löcher. So, ich habe alle Löcher jetzt gebohrt, es hat jetzt alles funktioniert, die Betonplatte ist Gott sei Dank noch ganz. Als nächstes mache ich jetzt die Füße fest, also Füße, die Rollen. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Lösung ist. Ich habe die Schrauben jetzt einfach noch da gehabt. Vor der Länge her sollten sie eigentlich passen. Ich könnte sie jetzt einfach auch mit Holzschrauben da reinmachen, aber mir ist es sicherer, wenn ich sie wirklich mit Muttern dann auch befestigen kann. Deswegen bohre ich es jetzt ganz durch. Als erstes bohre ich mir die Löcher vor, 6 mm. Dann kommen die Schrauben durch, dann schraube ich mir das alles fest. Das ist jetzt auch wie eigentlich alles so ein bisschen Augenmaß. Ne? Ich gehe jetzt halt möglichst weit an die Seite, dass ich in der Mitte genug Platz habe noch für den Sockel. Ja. Und dann stülpen wir es mal drüber und schrauben es fest am Sockel und schauen, ob das alles rollt und fährt, so wie man es vorstellt. So, ihr habt gesehen, ich musste noch ein bisschen mit der Feile nacharbeiten, weil die Schrauben einfach ein bisschen zu lang waren. Aber das ist halt einfach das Problem, wenn du mit, ja, aber was heißt Problem, das ist ja kein Problem gewesen. Aber wenn du mit dem arbeitest, was du halt einfach gerade noch zur Verfügung hast, dann musst du halt vielleicht manchmal ein bisschen einen Umweg gehen. Mein Gott, ich hätte jetzt auch einfach mir im Baumarkt neue, kürzere Schrauben kaufen können. Aber es ist ja Quatsch, wenn ich das noch hier liegen habe. Dann mache ich es mal halt einfach passend. So, ich war vorher so schlau, dass ich mir hier eine kleine Markierung gemacht habe, damit ich genau die richtigen Löcher wieder finde. Und diese Markierung kann ich jetzt, die habe ich mir hier auch drauf gemacht. Und ja, genau, jetzt habe ich halt genau die Löcher an der Stelle, wo ich da meine Löcher in der Platte habe.
Und damit ich sie festschraube, muss ich jetzt was drunter legen. Und jetzt müssen wir bloß mal hoffen, dass ich die Löcher auch wirklich richtig gebohrt habe. So, das schaut gut aus. Jetzt kommt der große Test, ob die Rollen auch wirklich und die Platte, ob das das alles hält. Aber ja, warum sollst du es nicht halten? Sehr gut, es ist wirklich sehr stabil. Also selbst wenn ich das jetzt hier, also ich bringe das Ding mit Sicherheit nicht so einfach zum Kippen, weil der Arm, den wir jetzt als nächstes ranbauen, der wird wahrscheinlich, wenn die Kamera dran ist und wenn die Kamera nach ganz außen verschoben wird, könnte ich mir vorstellen, dass der relativ schwer wird. Deswegen ist es auch wichtig, dass das wirklich so stabil ist. Hat gut funktioniert, das war der erste Teil und jetzt legen wir los mit dem Kameraarm.